Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Auf einem Wohnungsbaugipfel wird heute in Berlin beraten, wie mehr bezahlbarer Wohnraum entstehen kann. Vor dem Treffen mit Vertretern der Baubranche kündigte die Bundesregierung an, ihre Fördermaßnahmen beim Bauen auszuweiten. So sollen mehr Familien günstige Kredite erhalten. Strengere Vorgaben zur Gebäudeisolierung werden laut Wirtschaftsminister Habeck zurückgestellt. Im ARD-Morgenmagazin warnte Bauministerin Geiwitz vor zu hohen finanziellen Erwartungen. Wir haben die Förderung deutlich verbessert, die steuerlichen Abschreibungen verbessert und natürlich auch punktuell Förderprogramme ausgeweitet. Zum Beispiel für junge Familien, die Eigentum erwerben wollen, haben wir die Einkommensgrenzen auf 90.000 Euro hochgesetzt. Das ist schon eine ziemliche Ausweitung. Aber was man verstehen muss, ist, dass die Wohnungswirtschaft natürlich eine Branche ist, die mit dem Baubereich größer ist als die Automobilwirtschaft im Umsatz. Das heißt, sie können nicht alles mit einer Zinssubvention fördern. Das wären Milliardenbeträge, das ist unrealistisch. In der Debatte über die aktuell hohen Zuwanderungszahlen hat Bundesinnenministerin Faeser eine jährliche Obergrenze abgelehnt. Man könne nicht das Recht auf Asyl reduzieren. Allein eine bessere Verteilung von Geflüchteten innerhalb Europas helfe. In den USA bahnt sich ein Ende des Streiks von Drehbuchautorinnen und Autoren ab. Nach fast 5 Monaten Ausstand hat die Autorengewerkschaft eine vorläufige Einigung mit den Studios vermeldet und sich zufrieden gezeigt. Bis die Mitglieder dem Deal zugestimmt haben, wolle man aber weiter streiken. Die Autoren fordern unter anderem eine bessere Bezahlung und mehr Schutz vor den Auswirkungen von künstlicher Intelligenz. Zehntausende Flüchtlinge aus Lateinamerika haben in den vergangenen Tagen von Mexiko aus die Grenze zu den USA erreicht. Besonders betroffen war auch die Grenzstadt Eagle Pass im US-Bundesstaat Texas. Nach der Ankunft von teils tausenden Flüchtlingen pro Tag rief der Bürgermeister den Notstand aus und bat die US-Regierung um Hilfe. Etwa 800 zusätzliche Beamten sollen nun helfen, die Versorgung der Menschen vor Ort zu organisieren.